Frau Pegel. Grüß Gott, Frau Pegel. Ja, gestern habe ich über Gravitation nachgedacht. Ja, gibt gibt's die Erdanziehungskraft immer noch? Ja, frag eigentlich, ich bin vom Schränkelkopf. Da sind Sie mit Ihrem Fiedle von Luftgravitation aufgeschlagen. Sind Sie auch schon mal vom Schränkelkopf, Frau Kegele? Ja, Frau Pelos. Ich hupfe regelmäßig vom Schränkel. Und jetzt bei der brutalen Gravitation? Ich hupfe immer mit dem Gleitschirm. Merkt es die Gravitation nicht, Frau Kegele? Nein, da fliege ich zum Fenster raus und fliege runter zum anderen Platz. Das ist ja unglaublich, Frau Kegele. Ja, dann kaufe ich einen Haufen Butter. Da fliege ich wieder heim, dann mache ich den Teig fertig. Und wo kriegen Sie die Zebeben her? Ah, ja, da fliege ich geschwind nach Zebebenhausen. Fliegen Sie auch manchmal zu der Kapelle auf dem Rotenberg? Ja, der kann ich im Flug ein Lederhose drin. Jetzt hast du gerade eine echte Trachtenkapelle. Hauptsache, das Hemmigsöffel ist bald fertig. Alles fällt da. Nichts oben hält. Der Gravitation, das hergefällt. Auch der Hefezopf ist nicht verlagert. Weil er in den Bauch rahagelt. Der Hefezopf ist nicht verschrocken. Er tut sehr gerne im Bauch rumhobeln. Mit Genuss kommt er dorthin. Es ist ein Hof.